Was bringt dir das, wenn du jetzt zum Beispiel auch was ausprobierst, irgendeine Ernährungsrichtung, und dann findest du heraus, okay, passt irgendwie nicht. Da anfangs dachte ich vielleicht, es hat sich gut angefühlt, dann wieder nichts. Und so probierst du tausend verschiedene Sachen aus, aber hast am Ende nicht die Klarheit und nicht die Sicherheit, was es langfristig macht. Heute geht es um die Frage, warum es überhaupt so viel verschiedene Ernährungsrichtungen gibt. Und vielleicht hast du dir selber schon mal die Frage gestellt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber vielleicht kannst du es jetzt nochmal machen. Weil mir sind zum Beispiel viele bewusste Menschen begegnet, die sich trotzdem diese Frage eben noch nicht gestellt haben. Und wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, auch wenn man dann irgendwas Neues ausprobiert, und dann denkt man, okay, das funktioniert vielleicht jetzt, aber wie schaut es dann langfristig aus? Wie kannst du dir sicher sein, dass das jetzt absolut das Richtige ist auf komplett lange Sicht? Und das dann wirklich auch, ja, dann nicht zu irgendwelchen gesundheitlichen Komplikationen kommt oder du auf lange Sicht eben trotzdem Probleme bekommst. Und bei mir war es nämlich so, dass ich persönlich dazu ungefähr 10 Jahre gebraucht habe, um überhaupt wirklich eine Klarheit in diesem ganzen Ernährungsdschungel zu bekommen. Ja, wirklich zu wissen, okay, was ist erstmal das Richtige, verstandesmäßig, bis ich da erstmal an die richtige Infos gekommen bin, hat für mich erstmal 10 Jahre gebraucht. So, ich habe damals so auf vegetarisch umgestellt gehabt, nur aus ethischen Gründen, aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, gesundheitlich tut sich da was, und ich dachte eigentlich immer, ich wäre gesund. Und für mich war ein Knackpunkt, also was du daraus auf jeden Fall mitnehmen kannst und das ich dir gleich noch verrate, ist nämlich der Punkt, dass wenn du jetzt zum Beispiel selber, und ich habe das eben auch gemacht, habe dann was anderes ausprobiert, dachte ich, okay, das ist ganz gut. Aber am Ende wusste ich nicht, okay, wie ist es da auf lange Sicht? Ich hatte es noch nicht wirklich verstanden, wie dann diese ganzen Körperprozesse ablaufen. Wann, warum, sagt der eine, hat sich von jener Krankheit geheilt mit der Ernährungsrichtung, der andere mit irgendwas anderem. Warum gibt es da tausend verschiedene Ernährungsrichtungen? Und ich habe dazu 10 Jahre gebraucht, sehr intensives Rumexperimentieren, bis ich die Infos erstmal richtig hatte und es dann verstandesmäßig nachprüfen konnte und verstandesmäßig kapiert habe, wie das Ganze läuft für mich. Aber dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich am eigenen Körper nachvollziehen konnte. Und das ist genau der Punkt, weil am Ende, was bringt dir das, wenn du jetzt zum Beispiel auch was ausprobierst, irgendeine Ernährungsrichtung, und dann findest du heraus, okay, passt irgendwie nicht. Da anfangs dachte ich vielleicht, es hat sich gut angefühlt, dann wieder nichts. Und so probierst du tausend verschiedene Sachen aus, aber hast am Ende nicht die Klarheit und nicht die Sicherheit, was es langfristig macht. Und diese Klarheit, die habe ich besonders in den letzten paar Jahren bekommen für mich, dass ich es eben erfahren habe. Weil am Ende sagt dir nur die Erfahrung, wenn man es dann alles erstmal verstandesmäßig nachvollzogen hat, aber die Erfahrung zeigt einem nur, wie es dann am Ende auch ist. Weil was bringt es, über eine Achterbahnfahrt zu sprechen und zu beschreiben, oh, wie toll das ist und das Gefühl, und wenn es dann runtergeht. Es geht ja darum, es zu machen, es zu erleben. So. Beim Essen ist genauso, jemand, der noch nie eine Orange gegessen hat, dem es zu beschreiben, es ist immer nur eine Umschreibung. Und das ist genau der Punkt. Wenn du das rausfinden möchtest und da wirklich eine Klarheit haben möchtest, dass du sagen kannst, zu 100%,
dass es so ist und nicht, weil du das verstandesmäßig so nachempfunden hast, sondern weil du es aus der Praxis erfahren hast, dann ist ein erster Schritt, den du mal machen kannst, dir die Schriften einmal so als Grundlage eben von Professor Arnold Ehret anzuschauen. Auf meiner Website habe ich da auch einen Link. Aber der wichtige Punkt dabei ist, das auch in die Praxis umzusetzen. Einmal, seine Schriften sind schon älter, 1911. Und dementsprechend ist das Wichtige, das auf heute umzumünzen. Und wenn du selber diese Klarheit, das, was ich in 10 Jahren herausgefunden habe, in einem Jahr herausfinden möchtest, nachvollziehen möchtest, dann schreib mir da gern mal eine Nachricht. Und dann schauen wir mal, ob ich dir da helfen kann. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.